Und abends konnte ich wieder nicht einschlafen. Dann denke ich mir, nimmst einfach mal diesen ersten Schulungsbrief und fang da an zu lesen. Und dann ist das Wunder bei mir passiert. Peter, jetzt komme ich zu dir. Waschechter Niederbayer, Industriekaufmann gelernt, in einem Industrieunternehmen tätig. Und hast eigentlich in deinem Leben nichts anderes kennt als wie Leistung, Erfolg, Karriere, steil nach oben, Vorstand, was ich, vom Tennisverein, vom Fußballverein, keine Ahnung, Abteilungsleiter, wie auch immer, das sagt, okay, wenn ich was anpacke, dann geht das bergauf und wenn ich was in die Hand nehme, dann habe ich Erfolg und da kann ich eigentlich fast machen, was ich will und es geht immer gut aus. Richtig. Aber dann kam eine Situation, mit der hast du eigentlich nicht gerechnet gehabt, oder? Richtig, ja, genau. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Leben, gell, wenn ich jetzt denke, Bruno Gröning 1959 verstorben, dass der Mann mir mal mein Leben rettet und eigentlich viel mehr, weil er ganz andere Werte in mir hochgeschraubt hat. Also jetzt ist das Leben richtig schön. Wie du sagst, ich habe ein wunderschönes Leben gehabt, Schule, musst kaum was lernen, immer Klassenbester. Sporterfolge, Tischtennis, Tennis, Skifahren, Fußball, Meisterschaften errungen. Ja, Beruf ging auch alles super, musst kaum was tun, immer aufwärts auf der Karriereleiter. Immer Erfolg gewohnt. 91 habe ich meine Traumfrau kennengelernt, die Gabi, mit der ich heute noch glücklich verheiratet bin. Und dann denkt man, ja, ist doch alles so einfach im Leben, was jammern denn die anderen immer? Ja, denkt man, gell? Bis im Jahr 2000 dann ein neuer Kollege kam in meine Firma und der hat an der Börse spekuliert. Ziemlich riskant auf Dollar, auf Yen, italienische Lire gab es nicht zu der Zeit. Und der hat gesagt, das ist ganz einfach, da macht er riesen Kohle, braucht er sicher nicht mehr lange arbeiten. Ja, ich war erfolgsverwöhnt, verlieren kannte ich nicht, also habe ich mitgemacht. Immer riskanter mit hohen Krediten, die uns die Bank gab zu der Zeit. Und dann kam aber ein Tag in meinem Leben, wo genau das erste Mal dieses Versagen in mir Raum gegriffen hat. Ich habe an einem Montag im Jahr 2000 eine 500.000 D-Mark verspielt an der Börse. Für mich war das ja eher Spielgeld. Ich habe gar nicht gewusst, dass das passieren kann, weil verlieren gab es nicht in meinem Leben. Und diese 500.000 habe ich auch noch verloren, einen Tag nach einer Wallfahrt zur Heiligen Maria in Altötting. Und das hat mir aus der Bahn geworfen. Dann dachte ich mir, also die Verbindung mit Gott, die bricht jetzt gleich mal ab. Ich habe sonst gebetet, bin in die Kirche gegangen, aber man dachte, wenn der Herrgott so etwas zulässt, also Unverschämtheit. Ja, und das war der größte Fehler. Ich habe dann erlebt, 9 Jahre, wie man lebt, wenn man nicht mehr in der Gottverbindung ist, wenn man denkt, man schafft das alles irgendwie alleine. Also dieses Versagen, was an dem Montag da passiert ist, mit diesen Verlusten, die Familie in Schulden gestürzt, das habe ich nicht mehr rausgebracht aus dem Kopf. Ja, das hat dich doch in ein Loch runtergedreht, oder? Weil du hast ja diesen Verlust, dieses Versagen plötzlich das erste Mal erleben dürfen. Da dein Gefühl hat sich umgestellt, es hat sich nur noch mehr alles um dieses Geld gedreht. Was hat das mit dir gemacht dann auf der kurzen Zeit dann? Ja, die ersten Tage dachte ich nur, das muss ein Albtraum sein. Ich wache morgen auf und das ist nicht geschehen. Aber leider war es so. Es ist geschehen und wie gesagt, dieses Gefühl, ein Versager zu sein, das war so schlimm. Ich dachte wirklich, da ist jetzt ein Schild drauf. So ein Taugenichts, der Peter. Ein Versager, den braucht man gar nicht auf der Erde. Und ich konnte nicht mehr schlafen. Also das war das Erste, was passiert ist. In dem Moment, wo ich mich zum Schlafen hinlegen wollte, haben die Gedanken da Karussell gefahren. Wie kannst du das rückgängig machen? Aber ich habe weit über 100.000 D-Mark Schulden gehabt. Das kannst du nicht so einfach rückgängig machen. Also nicht mehr schlafen können. Einschlafen hat 2-3 Stunden gedauert, durchschlafen gab es überhaupt nicht, weil ich immer wieder aufgewacht bin und dann war ich völlig erschöpft morgens. Dann kamen körperlich, ich habe immer Kopfschmerzen gehabt, so schlimm, wie wenn der Beil im Kopf stecken würde. Schmerztabletten haben nichts geholfen. Dann, wenn ich was gegessen habe, hat der Magen häufig keine Lust mehr gehabt zu arbeiten. Also ich sah dann aus wie im 7. Monat schwanger, habe häufig Infusionen gebraucht, Valium habe ich teilweise gekriegt oder musste in die Notaufnahme. Restless Legs, also immer Schmerzen an den Beinen und ich war von diesen Jahren, ich war vorher gesund, ich habe ein harmonisches, glückliches Leben gehabt und von diesen Jahren war ich 30, 35 Mal pro Jahr beim Hausarzt, bei allen möglichen Ärzten und jeder hat mir eigentlich selber gesagt, wir finden so richtig nichts. Da sage ich, schön, aber mir geht es ja so schlecht. Und 2005 war dann der Höhepunkt, da ging es mir so schlecht, dass ich nicht mehr lebensfähig war und dann bin ich in eine psychosomatische Klinik für 8 Wochen.
ein schwerer Schritt. Geholfen hat es mir nichts. Und dann ging es erst richtig bergab, weil in dem Moment war die Hoffnung weg bei mir. Alle Ärzte durch, Klinik durch. Tja, was machst du jetzt noch? Aber es war ja auch so, du hast ja mir erzählt vor dieser Aufzeichnung, dass du auch gedacht hast, die anderen sind schuld. Zu Hause, im Beruf. Die nerven dich alle. Die sind alle, weil du denkst, du hast ja das Schild drauf, Versager und so weiter, und bleibt es mir vom Leib. Du hast dich auch isoliert, zurückgezogen. Richtig, ja. Also das Selbstvertrauen war im Keller und ich dachte immer, alle anderen sind schuld, weil es gab zu dem, wie es mir schlecht ging, auch mit allen Streit. In der Arbeit nur noch Streit, im Sportverein Streit, in der Familie. Ich konnte keinen Menschen mehr ertragen. Eine Person, Gott sei Dank, meine liebe Gabi, da habe ich einen Engel auf Erden bekommen, der mich getragen hat. Die hat nie Vorwürfe gemacht in dieser ganzen Zeit. Die hat tatsächlich gute Seiten noch gesehen an mir. Bei mir war, ich habe nichts mehr gesehen, dass ich irgendwas Gutes hätte. Und das hat mich gerettet, weil Nepomuk, wenn du in so einer Lage bist, dass nichts mehr funktioniert, körperlich und psychisch, du hast Schulden, du hast nur noch Streit und Konflikte, da waren Tage, da wollte ich einfach ein Ende machen. Das war kein Leben mehr. Ich habe vegetiert, kann man sagen. Das war also, du warst dann am Ende? Ich war am Ende. Ja. Die Gabi hat mich getragen in der Zeit und dann, 9 Jahre später, kommt er. Das muss man wirklich mal aussprechen. 9 Jahre hat dieser Leidensweg gedauert, wegen diesen einen Zocken. Richtig, ja. Weil in meinen Gedanken was passiert ist, heute weiß ich das ja. Ich habe mich verurteilt, kein anderer. Und jeder macht Fehler im Leben, gell? Und dann kam eine Verwandte aus Österreich, die war schon im Bruno Gröning Freundeskreis mit so einer Einladung zum Dokumentarfilm, Phänomen Bruno Gröning, und sagt, Peter, du, ich glaube, das könnte helfen. Und ich sah da drauf und dachte mir, okay, 59 verstorben, noch nie was gehört. Der Film dauert auch noch 5 bis 6 Stunden, ich habe gar nicht die Kraft gehabt. Also habe ich gelogen und habe gesagt, das geht nicht, da haben wir das und jenes. Aber die kamen ein zweites, drittes und ein viertes Mal. Und beim vierten Mal habe ich keine Ausrede mehr gefunden. Dann sage ich zu meiner Frau, jetzt gehen wir dorthin, dann haben wir es überstanden. Dann gibt die Maria Ruh, die kommt immer wieder mit dieser Einladung. Also ich habe nicht geglaubt, dass dort was geschehen könnte. Aber wie wir in dem Trailer vorher gesehen haben, da habe ich dann ein paar Dinge mitgenommen. Blinde sehen wieder, lahme gehen wieder, Kriegsverletzte, die Splitterungen heilen. Dann dachte ich mir, wenn das stimmt, und warum soll es denn nicht stimmen, dann gibt es doch für dich auch noch mal eine Hoffnung. Und an dem Tag hat sich mein Leben wieder in die Hoffnungsspirale. Also vorher ging es nur nach unten und dann war ich auch 9 Jahre da unten. Und dann kam plötzlich wieder, vielleicht gibt es was. Und habe dann mich mehr mit der Lehre Bruno Grönings befasst, wie der Norbert sagte, auch eingestellt zweimal täglich, auf den Heilstrom diese Kraft aufgenommen, auch Gemeinschaftsstunden im Freundeskreis besucht. Es hat sich nichts verändert. Es war nur im Kopf ein bisschen eine Hoffnung und ein Glaube. Und ich habe auch wieder gebetet zu der Zeit. Okay. Und dann kam der April im selben Jahr. Und da kam ein anderer Bruno Gröning-Freund mit so 20 so Heften. Das sind Heilberichte, Erfolgsberichte, wo die Freunde aufschreiben, was sie erlebt haben. Es ist praktisch das, worüber wir vorher gerade gesprochen haben. Das wird auch dokumentiert und nach außen gegeben. Und dann kommen 20 so Hefte und denken wir, ja, ist zwar schön, Lesen habe ich ja schon genug, ich möchte eigentlich geheilt werden. Aber ich habe die ins Schlafzimmer gelegt an diesem Samstag im April und abends konnte ich wieder nicht einschlafen und denke mir, nimmst einfach mal diesen ersten Schulungsbrief und fang da an zu lesen und dann ist das Wunder bei mir passiert. Sonst habe ich 2-3 Stunden gebraucht, um einzuschlafen und ich lese eine halbe Seite und dann habe ich noch gespürt, es kommt irgendwie ein Friede, ein Glücksgefühl, bin eingeschlafen. Zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder mal ganz kurze Einschlafzeit durchgeschlafen. Das gab es überhaupt nicht. Und wache am nächsten Tag auf und spüre, jetzt ist was anders. Ich war voller Power, voller Tatendrang. Ich war glücklich, ich war fröhlich. In der Nacht muss ich mir verzeihen können haben und die Selbstliebe wieder gefunden haben. Alles, was war, ist anscheinend gelöscht worden. Und ich war wieder neu gestartet auf ein tatenfrohes Leben. Und meine Frau, die Gabi, hat sofort an die Augen gesehen, Peter, du strahlst heute wieder wie damals. Und du musst die Heilung haben. Und so war es auch. Es ist in dieser Nacht, ich bin jetzt kein Arzt und kein Apotheker, aber auch für mich unbegreiflich, was Ärzte 9 Jahre ja alles in guten Willen versucht haben, dass das über Nacht verschwinden kann. Aber ich habe es erlebt und ich kann nur sagen, ich kann diesen Weg nur jedem empfehlen. Und das ist auch mein Antrieb jetzt, warum wir hier helfen, ehrenamtlich, weil ich das jedem Menschen gönne, dass er einfach den eigenen Weg in sich wiederfindet. Wie die Ärztin so schön gesagt hat, ja. Jede Ursache
der Krankheit ist in der Seele. Gell? Und wenn man diese Ursache findet, wie bei mir, dieses Versagergefühl, dann kann vieles geschehen.